Deine Fans schon wieder an und sagen, dass er nur mit alles Butter so gewinnen kann. Langweilig, langweiliger Spaß, du bist langweilig. Und deine Parts klingen alle gleich. Sag was bringen doch die Leute kennen zwar den gleichen Track und als es war, du immer dieselbe Kacke machst. Jede Runde das gleiche. Ey, wer ist der Typ, der meinte, dass Dizzy Rap Shit immer gleich klingt, aber selber nur die gleichen Lines bringt? Um sich von anderen Rappern hier zu unterscheiden, muss Blitz seine Fresse schon in VBT-Videos zeigen. Ey, ich hätte dich sehr gern parodiert, doch hab niemand gefunden, der sich freiwillig so blamiert. Ich mache immer den gleichen Shit, doch dabei brachtest du die gleiche Parodie zwei Runden hintereinander. Spliff, ziemlich armselig, wie du hier versuchst durchzuflohen, aber ständig nur nach Atem ringst. Und was schon cool für dich wäre, wenn irgendwer mal irgendwas von dir im Loop hören wird. Ey, deine Crew, ey Bro, find ich cool, weil die mich feiern und wollen meine Hook, doch bei dir, naja, gut, wenn's denn sein muss. Ey, deine Hook hätte richtig gefällt, hättest du meine Endlips richtig gesetzt. Oh, doch mir hat sie auch so gut gefallen, denn mit mir in der Hook hattest du sogar Style. Ey, du musst keine Angst haben, Spliff, Lance hat gesagt, dass es ihm zu langweilig ist, so ein Bastard wie dich und zum zweiten Mal mit simpelsten Mitteln zu ficken. Ey, das macht diesmal Basti für dich. Ey, im zweiten Part sagst du schon das dritte Mal, dass ich immer nur dasselbe mach. Merkst du was? Hä? Ich mach jetzt auch Shit für die Forum-Kids, denn ich kann nichts dafür, dass Typen wie du mich so cool finden. Spliff-Tastic mit drei großen Buchstaben sucht sich seine Kontakt gern aus YouTube-Kommentaren und hat echt einen coolen Namen. Hier, Props von mir, Props von Beckmann, Basti, SSC und Props von dir. Ey, wer ist dieser wacke MC hier namens Spliff-Tastic? Er ist hängen geblieben, aber nicht in meinem Gedächtnis. Ey, guck mal, hier Spliff, wie ich mich aussieh für dich. Und dass es dir gefällt, heißt, dass auch du ein Hauptschüler bist. Du hast dich über die Kapuze und die Sonnenbrille lustig, dabei fandest du das selber doch von ein paar Runden noch cool, Spliff. Und für dich lohnt sich auch das Turnier, weil deine Crew da mal wieder auf dich aufmerksam wird. Es nützt alles nix, Dizzy SSE für dich die Double Fist featuring Battleboy Basti, Bitch. Und was macht Spliff? Der sieht einmal SSE und hat schon abgespritzt, bevor er ne Latte kriegt. Du guckst deine Videos allein, klopfst sie auf die Schulter und sagst also, ich find das geil. Und die Instagram-Line? Fuck, wie konnte ich die bloß? Naja, du hast die Line in deinen Videos. Bist ja immer noch bei April, geil. Sammel dir beim VBT immer noch Facebook-Likes. Warum sind in deinen Videos nur Toys drin? Und warum klaust du Nico die Freundin? Hat dir sein Handy nicht gereicht? Brauchst du ein cooles Neues? Dann schenke ich dir meins.